Das erste Mal bin ich halt einfach umgefallen. Und dieses Mal ist es reine Kontrolle gewesen. Und je länger der Zeitabstand schon ist, desto eher unwirklich wird es ja schon. Dann macht man sich mehr Hoffnung. Man hat es wirklich geschafft. Wohl wissend, dass es nicht ganz viele gibt, die es total schaffen, wo gar nichts mehr passiert. Bei der Art von Tumor. Aber man hofft und man glaubt immer mehr. Und dann schlägt es halt wieder zu. Am Charité-Campus Benjamin Franklin ist das junge Team rund um Peter Waikotsi auf komplizierte Tumorentfernungen spezialisiert. Bereits zuvor operierte Patienten wie die 55-Jährige sind heikel. Das Gehirn kann Areale für wichtige Funktionen einfach verschieben. Wo beginnt der Tumor? Und wo enden die Steuereinheiten für Sprache, Gefühle und Bewegungen? Jetzt haben wir uns die Bilder ja schon mal gemeinsam angeschaut. Ja. Und da sieht man, dass der Tumor wieder gewachsen ist. Wir werden ihn nachher noch mal gemeinsam anschauen. Mhm. Aber was man in den Bildern sieht, sind die Chancen gar nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eine Spezialstrategie haben, ja, um diesen Tumor noch mal sicher operativ zu entfernen. In dem linken Schläfenlappen, wo der Tumor ist, da ist vor allem die Sprache. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Operation so, dass sie bei der Operation wach sind und dass man mit ihnen während der Operation spricht, sodass man rechtzeitig eingreifen kann. Die Hauptangst ist ja, dass man Schmerzen hat bei der Operation. Und davon müssen sie keine Angst haben. Das Gehirn selber ist nicht schmerzempfindlich. Das Gehirn, Zentrum aller Empfindungen, lebenswichtiger Steuerungen, Sitz der eigenen Persönlichkeit, geformt aus Millionen von Nervenzellen. Hier sitzt ein tennisballgroßer Tumor, bedrohlich nah am Sprachzentrum. Den einen zu entfernen, ohne das andere zu beschädigen, wird die Herausforderung sein. Man versucht natürlich alles an Chancen zu ergreifen, was man irgendwie nur bekommen kann. Wie gesagt, der Weg hierher, das liegt ja nicht gerade um die Ecke, sondern wirklich zu sagen, da habe ich die größte aller Chancen, das optimalste Ergebnis zu bekommen, fachlich versiert, das beste Umfeld zu bekommen und damit auch eine Chance, vielleicht den vielleicht sogar als fernes Wunschziel, selbst wenn man sowas immer nicht überstrapazieren darf, nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber vielleicht das Ding sogar komplett wieder rauszukriegen. Was wir grundsätzlich, glaube ich, heutzutage den Patienten anbieten können, dass wir mit Risiken, die weit unter 10% liegen, eine 90-prozentige Tumorentfernung erzielen können. Ich denke, das können wir den Patienten so sagen. Und dann werden sich die meisten Patienten wohl wissend der Prognose, die sie haben, wenn sie nicht behandelt, operativ behandelt werden, für einen solchen Schritt entscheiden. Dorothea Renz ist Epileptikerin. Stresssituationen können bei ihr zu Krampfanfällen im Gehirn führen. Das fürchtet auch Teamarzt Thomas Picht. Das kann ein Problem sein, auch für die Sprachtestung. Dass wir das dann eine Zeit lang aussetzen müssen, wenn so ein Krampfanfall auftreten sollte. Das passiert nicht. Das nehme ich mir vor. Also wenn ich jetzt irgendwie hier reingeschoben würde und ich hätte überhaupt noch keinen gesehen, das würde ich bei der Art Operation ganz furchtbar finden. Wenn wir das Gefühl hätten, Sie fühlen sich nicht wohl mit der Situation oder haben kein Vertrauen, dann würden wir es wahrscheinlich Ihnen auch gar nicht empfehlen, das zu machen. Ja. So wird das. Ich bin überzeugt. 10 Kilometer entfernt beginnt mit der Visite der nächste Tag bei Professor Haas in Berlin-Mitte. Auf 2 Stockwerken liegen insgesamt 60 Patienten. Von jedem sieht der Chefarzt die Röntgenbilder und hört sich kurz die Krankengeschichte an. Da bleibt nicht viel Zeit für den Einzelfall. Geht's gut? Ja, sehr gut. Besser, ja? Ja. Als vorher. Okay, gut. Alles klar. Ich hätte noch 2 Fälle Ihnen vorzustellen, Herr Professor. So, kann der Besuch ganz kurz rausgehen. Sie können gleich wieder reinkommen. So. Hallo. Hallo. Und jetzt, wann war die OP? Vor 8 Tagen. Und wie geht's jetzt? Alles gut. Okay, prima. Gut, wieder schauen. Okay, gut. Ist da was zu sehen jetzt außer einer Gürtelstone? Nein, nichts. Okay, dann gehen wir weiter.
Und das ist so der bisschen Nachteil, dass die Patienten ja sagen, der hat mich ja kaum angeguckt oder gar nicht mit mir gesprochen. Das ist wieder auch, wo der Halbgott in Weiß und er kommt nur rein und fliehen, so wehender Kittel und wieder raus. Aber das ist jetzt, da steckt mehr dahinter. Ja? Der Tag hat auch für uns oder für mich nur 24 Stunden, das ist das Problem. Ich hätte ihn gerne länger. Doch manchmal nimmt sich der gebürtige Schwabe dann doch viel Zeit. Wenn er spürt, da ist jemand unsicher, da braucht ein Patient eine Extraportion Chefbetreuung. Wann ist sie reingekommen? Links. 2003. Links? Ja, erstmalig. Erstmalig 94. Ah, 94. Und dann ist 2003 hier 2004 ist gewechselt worden bei uns. Und dann hat es Ihnen so gut gefallen, dass Sie jetzt die Rechte gleich primär hier machen ließen. Die ist neidisch, die will jetzt auch mal ran. Ja, ja, nein, aber Sie hätten das ja... Ja, ist schon richtig. Die war aber schon ziemlich verbraucht, die Rechte auch. Ja. Nein. Doch, nach dem Röntgenbild. Da bin ich gut mit. Ja, jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Ja, heute. Deshalb ja. Sind Sie ja zu uns gekommen. Ja, ja, ist richtig. Mach ich jetzt. Nein, nein, jetzt vor der Operation, da sieht man ja das Bild ja. Vorher, da war nichts mehr da. Ja, das ist alles verbraucht. Na, jetzt sieht es wieder gut aus. Ich hoffe es. Nein, es sieht gut aus. Ich bin ein bisschen unsicher, ist mir so unbekannt. Eine einzementierte, da war ich mir immer sicher. Ach so, aber Sie sind schon gelaufen, oder? Ja. Und, geht gut? Man sagt es. Ja, aber ich frage Sie doch. Na, ich bin mit mir noch nicht ganz zufrieden. Sie sind noch nicht ganz zufrieden. Und warum? Ja, also der ist diesmal so sehr angeschwollen. Ist noch ein bisschen angeschwollen? Geht. Ja. Ja, gut, ja, ein bisschen ist es noch, ja, das wird sich aber geben, ja, ganz sicher. Okay, gut. Das Virchow-Klinikum der Charité, benannt nach einem der berühmtesten Ärzte des 19. Jahrhunderts, Rudolf Virchow. Hier in der Geburtsklinik unter der Leitung von Professor Wolfgang Henrich hat Julia Müller ihr Frühchen zur Welt gebracht. Heute sieht sie ihren Kleinen zum ersten Mal. Der kleine Max hatte einen schweren Lebensstart. Kaum auf der Welt versagte die Atmung. Schon erst mal den Kopf selbst umgedreht, von rechts nach links. Haben Sie gemacht? Ja, hat er selber gemacht. Hat er selber gemacht? Ja. Er ist schon kräftig. Er hat ja auch gleich geschrien, als er rauskam. Ja, er ist ziemlich eigenwillig. Julia Müller leidet mit ihrem Frühchen. Beatmet, angeschlossen an Maschinen. Professor Henrich kennt diesen Blick der Mütter. Ja, hat man sicherlich den Eindruck manchmal, dass die Frauen distanziert vor diesem Brutkasten stehen und es gar nicht fassen können, vielleicht Schuldgefühle entwickeln. Warum bringe ich dieses Neugeborene so früh auf die Welt? Was mute ich dem zu? Was mute ich meiner Familie zu? Dass so ein kleines Würmchen so viel mitmachen muss, so viel erleben muss schon. Es ist einfach super, super schwer, sowas zu sehen. Trotz alledem ist er ganz tapfer und er schafft es auch. 4 Tage später kann die junge Mutter endlich richtig Kontakt mit ihrem Sohn aufnehmen. Schon beruhigt sich die Atmung des kleinen Max merklich. Alle Gefühle auf einen. Toll. Max macht heute seinen ersten Ausflug. Zusammen mit Papa geht es auf die Couch. Kangarooing, so heißt die intensive Kuscheleinheit. Abgeguckt von den Kängurus und ihrem kleinen Nachwuchs im Beutel. Jetzt ist die kleine Familie vereint. Max wird in 2 Monaten ein ganz normales Baby sein.
In der Neurochirurgie beginnt für die 55-jährige Dorothea Renz der Untersuchungsmarathon. Sie hat einen Tumor im Kopf, Tennisball groß und gefährlich nah am Sprachzentrum im Gehirn. Um nun genau dieses Areal zu schützen, müssen die Ärzte es zunächst eingrenzen. Dies geschieht mittels elektromagnetischer Stimulation. Kur. Kur. Kalu. Kalu. Moderator. Moderator. Berühren Sie den weißen Kreis, nachdem Sie das gelbe Viereck fortgenommen haben. Damit endet der angenehme Teil Ihrer Behandlung. Morgen steht die große Wach-OP an. Einmal die Woche hat Professor Haas Sprechstunde. Vor allem Patienten mit schlechten Voroperationen suchen ihn auf. Der Chefarzt ist ihre letzte Hoffnung auf Heilung. Sie waren vorher dreimal offen operiert und hat keinen Erfolg gehabt. Nee, das war sicher mein Husten. Ja, gut, das ich eigentlich vergessen. Können Sie vergessen, ja. Aber jetzt ist ja Gott sei Dank, hat sich ja der große Einsatz gelohnt. Und jetzt haben Sie Beschwerden auf der anderen Seite. Das Problem ist halt, dass ich hier permanent Schmerzen habe. Ja. Und das ist halt nachts unangenehm. Ja, ich habe es gerade mit angeguckt. Da sieht man, dass da so ein, schon irgendwas gerissen ist. Also im ganz kleinen Sehnenriss auf der Seite, ja, der Sie aber jetzt so beeinträchtigt, dass man das, denke ich, gut mit einer minimalinvasiven Operation hinkriegt. Mhm. Ne? Wie alt sind Sie? 46. 46, ja gut, da ist man noch jung und mittendrin, ja. Ja gut, die wollen halt nichts mehr bezahlen, habe ich so den Eindruck. Mhm. Er war ja ehemaliger Motocross-Meister, ne? Ja. Welche Liga war das? Enduro-WM. WM, ne? Ja. Ja. 84 und 87 haben wir die Weltmeisterschaft gewonnen. Ach so, Weltmeister. Ja. Im Moment, was machen Sie im Moment sonst für sportliche? Ich fahre nach wie vor noch Motorrad. Weiterhin Motocross. Ja, gut, finde ich schlecht. Ja, die gibt es ja auch für Ältere. Für Ältere. Betreutes. Das ist gut. Betreutes Fahren, genau. Oder was? Das ist gut. Dann ist alles klar. Ja, Dr. Scheibel bespricht das mit Ihnen, Termin, und dann wird es repariert. Und dann, das wird sicher schneller gehen als diese große Aktion von der rechten Seite. In der Geburtsklinik hat sich ein neuer Fall für Professor Wolfgang Henrich eingefunden. Eine junge Frau, schwanger in der 33. Woche. Zu viel Fruchtwasser im Bauch und gefährlich viel in der Lunge des ungeborenen Kindes. In der Untersuchung wurde festgestellt, dass es um das Herz des Kindes sich Wasser, also Fruchtwasser gebildet hat. Und der hat mich dann zur Feindiagnostik überwiesen. Und dort wurde dann festgestellt, dass das ganze ganze Brustbereich irgendwie voller Wasser ist. Also Fruchtwasser. Und ja, dann wurde ich hierher überwiesen. Die Geburtsklinik ist spezialisiert auf Risikoschwangerschaften. Jede dritte Schwangerschaft ist ein intensiver medizinischer Fall. Professor Henrich wird sie punktieren. Sollte der Eingriff zu plötzlichen Wehen führen, steht alles bereit. Die junge Frau wartet auf den Beginn der OP. Hier? Entbindungszimmer. Nein, das ist da vorne. Ja. Und Sie sind die Angehörige? Ja. Nee, ich bin eigentlich nur Freundin. Die beste Freundin. Okay. Werden Sie dabei sein? Ja. Okay, alles klar. Der Oberarzt bereitet sie auf den Eingriff vor. Doch die vertrauensbildende Maßnahme fruchtet nicht ganz. Mirafete Mehdi ist äußerst nervös. Geh mal her. Die 20-Jährige wird ohne Betäubung behandelt. Trotzdem muss die 8 cm lange Nadel in den Bauch eingeführt werden. Wo steckt so ein Bein? Wieso guckst du da was an? Ich will wissen, was da gemacht wird, ne? Die werdende Mutter hat sich die Schwangerschaft viel unbeschwerter vorgestellt. Und mit sowas kann ich auch dann nicht umgehen, so mit. Wie soll ich sagen? Mal kriegt man das zu hören, mal das zu hören und dann an. Mal geht's ihm gut, mal geht's der Kleinen gut, mal doch nicht. Und jetzt sowas, das nimmt einen Menschen auch voll mit. Also auch mit der Psyche, also was mich betrifft. Ich bin so oder so ein Sensibelchen. Und dann, ja. Man muss schon stark sein.
Naja, was hier ganz besonders ist, Sie haben hier im Prinzip zwei Patienten. Die Mutter